Yo, what's up? Hier ist wieder Nuyen. Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video habe ich für euch das nächste Hair-Tutorial. Er hat sehr lockige Haare, es war ein sehr schwieriges Modell. Aber ich habe auf jeden Fall alles gegeben, um einen coolen, freshen Haarschnitt hinzubekommen. In diesem Sinne, schaut es auf jeden Fall bis zum Schluss an. Und noch vorweg muss ich sagen, dass ich die letzten Videos, sprich das Nachher-Video, ist nicht so krass von der Qualität, weil meine Kamera dann ausgegangen ist und ich dann sozusagen nur noch mit meinem Handy filmen konnte. Deswegen seid mir da auf jeden Fall nicht böse. Viel Spaß beim Video. Der erste Schritt ist, dass ich erstmal mit meiner Wasserspritzflasche wirklich seine kompletten Haare nass spritze, um einfach viel besser die Haare führen zu können. Anschließend trenne ich seinen Oberkopf mit dem Profilbereich bzw. mit den Seiten. Um das Deckhaar nochmal zu festigen, benutze ich Haarklammern. Wenn ihr wissen wollt, wo ich die ganzen Equipment, die ganzen Tools hier habe, checkt einfach unten drunter in der Infobox. Da stehen alle Dinge drauf, die ich benutze im Video. Und ja, weil viele mich da eben auch fragen, ja, wo hast du denn das her und das her? Beginnen wir zuerst mit den Seiten. Dann benutze ich mein Wall Senior Cordless plus den 6mm Aufsatz auf Lever Open, sprich der Hebel ist unten. Und gehe erstmal wirklich über seine ganzen Seiten, um wirklich eine gewisse Grundlänge zu schneiden. Nachdem ich das gemacht habe, nutze ich nur noch meine Maschine ohne Aufsatz, stelle sie auf Lever Closed ein, sprich der Hebel ist ganz nach oben und schneide mir somit die erste Grundlinie. Anschließend nutze ich dann mein Andy's Foil Shaver und trimme somit die ganzen kleinen Haarstoppeln unter der ersten Grundlinie ab. Jetzt benutze ich wieder mein Wall Senior Cordless ohne Aufsatz auf Lever Open, sprich der Hebel ist unten, und schneide über der ersten Grundlinie ca. 3 bis 3,5 cm darüber. Und anschließend switche ich nur mit dem Hebel, sprich der wird dann nach oben gezogen, somit schneide ich wieder kürzer und fade somit die erste Grundlinie bzw. verblende es schön. Das Wichtige dabei ist, bzw. mit der Technik, die Maschine hat einen Taper Plate drauf. Taper oder Fade Blade, den Unterschied, das werde ich auf jeden Fall hier mit einblenden beim Videovorschlag, da könnt ihr mal sehen, was da der Unterschied ist. Und anschließend nutze ich dann meine 4,5 mm Aufsatz, also die Maschine bleibt drauf und gehe sozusagen über der höchsten Stelle des Profilbereichs, um einfach einen feineren und weicheren Übergang zu verschaffen. Danach nehme ich meinen 3mm Aufsatz erst auf Lever Open, sprich der Hebel ist unten, und gehe wieder über der höchsten Stelle natürlich nicht ganz hoch, sondern versuche einfach die Verblendung weicher hinzubekommen. Also sprich, erst Open einstellen, der Hebel ist erst zuerst unten und dann geht ihr auf Close, sprich der Hebel ist dann oben. Und zu guter Letzt nutze ich dann nur noch meine Schere und meinen Kamm und verblende bzw. versuche wirklich einen weichen Übergang zu bekommen von 0 bis hin zu 6 bzw. 4,5 mm. Jetzt kommt mein Andy Slimline Pro LI Trimmer. Und ich gehe da wirklich über die Kontur nochmal schön entlang, gerade an dem Schläfenbereich bis hin zu den Koteletten. Und versehne es wirklich schön in Form, beziehungsweise schneide es einfach richtig schön sauber, damit es vom Gesamtbild einfach viel schöner aussieht.
Jetzt kommen wir zur linken Partie, da machen wir 1:1 genau denselben Prozess. Zuerst benutzt ihr eure Maschine, beziehungsweise ich mach's, stell sie auf Lever Closed ein, das ist meine kürzeste Länge, mit der ich schneiden kann, und schneid somit die erste Grundlinie. Dann benutze ich mein Andys Foilshaver und trimme somit unterhalb der ersten Grundlinie alle Haarstoppeln weg, damit wir im späteren dann einen feinen Übergang haben von 0 auf 6 mm. Jetzt benutze ich wieder meine Maschine ohne Aufsatz auf Level Open aber und gehe wieder überhalb der ersten Grundlinie ca. 3 bis 3,5 cm darüber und danach switche ich wieder mit dem Hebel und stelle es dann auf Lever Closed ein, sprich der Hebel ist oben, das ist dann eure kürzere Länge wieder und verblende somit die erste Grundlinie. Auch hier nutze ich dann meine Kamm und Schere und verblende einfach die höchsten Stelle der linken Seite mit der kürzeren Länge, genau. Und versuche einfach eine schöne Verblendung hinzubekommen, damit der Übergang einfach viel, viel weicher wird. Es ist ziemlich schwer bei ihm, muss ich sagen, gerade durch die Locken. Aber ich habe natürlich alles dafür getan, damit das richtig cool aussieht. Hier benutze ich dann wieder meinen Trimmer und schneide die Kontur schön sauber und in Form aus. Zum Schluss gehen wir zum Hinterkopf. Da machen wir wieder den allerersten Step erstmal mit der kürzesten Länge unserer Maschine ohne Aufsatz die erste Grundlinie schneiden. Jetzt trimmen wir mit unserem Andys Foilshaver alle Haarstoppeln unter der ersten Grundlinie weg. Bei diesem Schritt nutze ich wieder meinen Wall Senior Cordless ohne Aufsatz auf Lever Open und gehe wirklich 3 bis 3,5 cm über der ersten Grundlinie drüber und fade anschließend die erste Grundlinie, indem ich dann wieder meinen Hebel nach oben switche. Um die Verblendung besser hinzubekommen, habe ich nochmal meinen 3 mm Aufsatz genommen und zuerst auf Lever Open geschnitten an der höchsten Stelle oder fast an der höchsten Stelle des Hinterkopfs und anschließend auf Lever Closed eingestellt und der Aufsatz bleibt natürlich drauf. Dann habe ich nochmal meinen 1,5 mm genommen, weil ihr wunderbar im Video sehen könnt, dass sein Hinterhauptsbein, das hat jeder Mensch, sehr ausgeprägt ist bei ihm. Und da ist natürlich eine Schattenbildung, wie ihr sehen könnt, und die habe ich versucht etwas weicher hin zu schneiden. Natürlich konnte man nicht komplett das richtig verblenden, aber dafür könnt ihr nichts, es ist einfach seine Kopfform. Jetzt habe ich meine Modellierschere und meinen Kamm genommen und an der höchsten Stelle seines Hinterkopfs die Haare weggeschnitten bzw. ausgedünnt, kann man schon fast sagen, um einfach den Übergang weicher hinzubekommen. Mit den Seiten sind wir jetzt durch und anschließend spritze ich nochmal seine Haare schön nass mit meiner Wasserspritzflasche, um dann wirklich das Decker schön schneiden zu können. Jetzt kämme ich alle Haare nach vorne und teile mir somit meine erste Mittelbahn ab. Die ist ungefähr daumenbreit, vielleicht auch ein bisschen größer. Nachdem ich das gemacht habe, beginne ich am Wirbelbereich, also hinten am Hinterkopf, und schneide mir somit die erste Führungslinie. Das wird dann unsere Führungslinie. Und arbeite mich dann Step für Step von hinten am Hinterkopf bis hin zum Stirnbereich die ganze Mittelbahn ab.
Unsere Führungslinie haben wir jetzt fertig geschnitten und jetzt beginnen wir wieder am Hinterkopf und da teile ich meine Haare horizontal ab, kämme diese dann im 90-Grad-Winkel nach oben und sehe wunderbar unsere Führungslinie mit den ungeschnittenen Haaren. Und die gleichen wir jetzt einfach nur noch mit der Führungslinie oder an der Führungslinie an. Und anschließend gehen wir natürlich immer Step by Step, immer einen Schritt nach vorne und arbeiten uns vom Hinterkopf bis hin zum Stirnbereich die rechte Partie ab. Jetzt machen wir genau denselben Prozess auf der linken Seite. Erst am Hinterkopf beginnen, am Wirbelbereich, horizontal abteilen, eine kleine Partie von ca. 2 cm Breite, 90 Grad Winkel hochkämmen die Haare und an der Führungslinie die ungeschnittenen Haare angleichen, damit sie alle auf eine Länge sind. Und anschließend dann Step by Step immer einen Schritt nach vorne uns abarbeiten bis hin zum Stirnbereich. Bei seinen Haaren habe ich nichts ausgedünnt, weil die Locken ausdünnen ist nie unbedingt jetzt sehr produktiv, sage ich mal. Deswegen habe ich sehr kompakt geschnitten. Und was ich jetzt mache, ist natürlich seine Haare so föhnen, wie wir das beide abgesprochen haben, beziehungsweise was ich ihm empfohlen habe. Und zwar, dass wir einfach wirklich vom Hinterkopf beginnen und die Haare alle nach hinten kämmen, beziehungsweise föhnen. Aber ich mache es nicht so, dass ich von vorne alles föhne, sondern ich beginne von hinten. Warum von hinten? Weil dadurch, weil wir von hinten erst beginnen, können wir schön Volumen aufbauen und die Frisur wirklich so gestalten, wie wir es haben möchten. Wenn wir vorne erst beginnen, haben wir zwar das Volumen da, aber dann ist am Hinterkopf alles richtig platt gedrückt und das wollen wir nicht. Deswegen arbeite ich immer gerne von hinten und gehe dann immer Step by Step einen Schritt dann nach vorne. Die Haare habe ich geföhnt und jetzt nehme ich wieder meinen Trimmer und schneide wirklich an dem Stirnbereich die ganz kleinen Härchen, sage ich mit Absicht Härchen, weil die sind so fein. Und die schneide ich weg, damit man einfach eine wunderschöne Kontur sieht am Stirnbereich sowie auch am Schläfenbereich und an den Koteletten. Damit es einfach nochmal den krönenden Abschluss hat. Und ja, Freunde, das war's mit dem Haartutorial. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet wieder sehr viele Informationen rausnehmen. Wenn es gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall ein Like. Kommentiert unten drunter, wie ihr den Schnitt fandet. Fandet ihr den cool? Fandet ihr die Erklärungen mal gut? Sorry auf jeden Fall deswegen, weil hier sieht man wunderbar, dass die Qualität ganz schön nachgelassen hat. Da ich nur noch mit meiner Handykamera filmen konnte, weil meine richtige Kamera leider den Geist aufgegeben hat. Aber ich hoffe, ich konnte euch einfach mal wieder schön wissen, preisgeben und vielleicht eine Inspiration, dass ihr das im Salon auch mal umsetzen könnt. Und ja, vergesst auf jeden Fall nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Macht die Glocke nebenbei an, da bekommt ihr eine Push-Nachricht und checkt doch gerne mal meine Instagram-Seite ab. Der Link ist auf jeden Fall alles unten drunter in der Videobeschreibung. Da könnt ihr sehen, wie mein Alltag so läuft oder was ich auch nebenbei noch so mache. Und ja, in diesem Sinne, viel Erfolg euch noch weiterhin bei dem, was ihr macht. Wenn ihr auch in der Friseurbranche tätig seid oder Haare schneidet, dann da sehr viel Erfolg. Und wir sehen uns auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao. Told me she needs me back, so she wants me back, yeah.
world is gone, but shivers fucking painful. I'm better off solo, you and me.